Herzlich willkommen bei hiphop.de. Dank der Unterstützung heute vom Puma hier bei uns zu Gast, Nina Meinke. Ich freue mich echt, dass du heute Zeit gefunden hast und freue mich, dass wir heute hier bei dir sein können. In Berlin, in der Fleischfabrik, ist deine Gym. Echt top. Heute als Thema haben wir The Come Up, der steinige Weg zum Erfolg. Da bin ich ganz gespannt auf deine Geschichte, auf deine Erfolgsstory. Wie war das Aufwachsen hier so in Berlin für dich? Ja, also erstmal schön, dass ihr hier seid. Freut mich. Und ja, ich fand es eigentlich immer ganz cool. Also ich bin ja Spandauerin. Spandau ist immer so ein umstrittener Bezirk, wo entweder lieben sie ihn oder keiner will hierher kommen. Aber ich bin eigentlich ganz stolz, Spandauerin zu sein und ja, habe eigentlich auch eine gute Erfahrung damit gemacht. Ja, und habe damals vor 16 Jahren, 17 sind es jetzt fast schon, auch in Spandau angefangen zu boxen. In der Bruno-Gerke-Halle beim SBC 26 und ja, also von daher, ich verbinde eigentlich echt viele gute Sachen damit. Und auch die Schule, es hat immer, also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ja, weil Berlin hat ja immer so ein bisschen so dieses rough Image. Von daher denken sich ja dann auch viele, okay, da ist eine Boxerin aus Berlin. Boah, die muss es ja unheimlich schwer gehabt haben, hier in der, sage ich mal, männerdominierenden Szene. Da ist auch meine nächste Frage, wie war so der erste Kontakt für dich zum Boxen? Ich glaube, da hatte der Sven Ottke einen wesentlichen Bestandteil, ne? Ja, auf jeden Fall. Also er hat viel geprägt damals, weil er war ja Profiboxer gewesen und Weltmeister und ist der beste Freund meines Vaters und mein Patenonkel. Von daher kennt er mich schon seit ich ganz klein bin und mein Vater hat mich mit 7 oder 8, haben meine Eltern mich mit zu seinen Kämpfen genommen. Und ich war damals schon ganz begeistert gewesen. Ja, das hat die natürlich, also ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass ich dann irgendwann selber auch anfangen möchte zu boxen, aber ich fand es total beeindruckend, die Shows, dann, ja, also das Ganze vor, das Ganze danach und ja, mit 7 habe ich dann meinen ersten Sandsack bekommen zu Weihnachten. Ich habe zwar auch noch andere Sportarten vorher gemacht und ich glaube, das hat meinen Eltern eigentlich auch erstmal besser gefallen, als ich dann mit 12 sagte, ich möchte anfangen zu boxen. Meine Mutter hat so gedacht, oh nee, bloß nicht. Ja, wollten sie auch erstmal nicht, aber ich meinte dann, ja, dann mache ich sonst, also sonst mache ich es heimlich. Ja. Und dann meinten sie, na gut, okay. Und dann haben sie mich zum ersten Probetraining mitgenommen. Ja, und ich saß in der Küche, konnte nicht mal das Glas richtig anheben, weil meine Hände haben gezittert, mir hat alles wehgetan, aber ich fand es so cool. Es hat mich vom ersten Tag an einfach geflasht und seitdem wollte ich auch keine andere Sportart mehr machen. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, du als 7-jähriges Mädchen, der Papa nimmt dich an die Hand und sagt so, komm, wir gehen am Wochenende zum Boxen. Wie sind so diese Meinungen, die du dir dann da anhören musstest oder die dein Papa dir anhören musste? Gab es da Vorurteile oder war das in der Szene, ist das ein offenes Miteinander? Ach, das war eigentlich ganz entspannt. Also da, wir mussten uns nichts an. Wir haben vorher, ich fand es ja halt doch mal ganz interessant, du hast halt natürlich die Klitschkos damals schon getroffen und ich meine, da wusste ich noch nicht so genau, wer sie sind. Ne? Das hast du da als 7-Jährige noch nicht so auf dem Schirm gehabt natürlich, aber war schon irgendwie so viele verschiedene Leute, also auf Boxveranstaltungen, da hast du ja wirklich eine große, viele verschiedene Menschen auf einer Veranstaltung. Das fand ich irgendwie damals schon echt interessant. Außerdem war von Sven Ottke die Tochter, die Rebecca, war dort auch dort gewesen. Und dann haben wir uns immer, ja, haben wir gespielt, haben uns immer irgendwo versteckt und ja, wie kleine Mädels sich dann eben auch manchmal beschäftigen. Ja, so. Ja, ich fand es immer echt cool. War für mich immer eine schöne Erfahrung. Wie hat sich dann der Bezug so zum Boxen für dich verändert? Gab es dann nur Boxen für dich oder hast du auch mal andere Sportarten ausprobiert? Und wann kam so der Turn bei dir, dass du gesagt hast, okay, es ist jetzt nicht mehr Hobby, sondern Leistungssport? Also mit 7 habe ich angefangen zu reiten. Das war auch, das mache ich jetzt auch sehr gerne noch hobbymäßig, nur zeitlich ist es manchmal schwierig. Dann habe ich, ja, ich habe Leichtathletik gemacht, Tennis gespielt, habe 2 Jahre Fußball in der Fußballmannschaft gespielt auch. Das war auch sehr lustig, war auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Aber ja, wie gesagt, mit 12 kam dann irgendwie der Cut und ich dachte mir, ich möchte boxen und ich habe auch nach 3 Monaten Training schon meinen ersten Wettkampf damals bestritten. Und da ging es eigentlich ziemlich schnell irgendwie in die Richtung, dass ich es doch, ja, ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich es, also es war jetzt nicht, dass ich wirklich von Anfang an professionell machen wollte, aber Wettkämpfe eben zu bestreiten war schon mein Ziel. Doch, sind doch früher gekommen erstmal als, ja, vielleicht hätten sein sollen. Aber wie gesagt, man kann
ja, habe eben früh damit angefangen zu kämpfen und ja, ich bereue da auch gar nichts. Schön. Also man hat die Erfahrungen gesammelt. Schön, aber es ist auch schön zu hören, dass dann so ein Vater quasi dann an deiner Seite dann mit dir diesen Weg gegangen ist. Ich ja, glaub, und meine Mutter aber auch. Auch deine auch Mom. Immer, ja, also ja. Sie hat zwar immer, sie sitzt auch jetzt noch vor den Kämpfen mit, bei den Kämpfen und ich habe danach das Gefühl, sie hat danach keine Finger mehr, weil sie sich die am liebsten alle abknabbern würde, weil... ja, sie sind natürlich immer noch unglaublich nervös, aber die stehen wirklich beide und generell auch meine Familie stehen extrem hinter mir und das freut mich. Ja, das ist ja auch nicht normal heutzutage, ne? Gerade bei so einem Sport schlagen ja viele Eltern die Hände über dem Kopf zusammen und sagen so, nee, meine Tochter, die soll jetzt bestimmt nicht anfangen zu boxen. Ich kann mir dann auch vorstellen, du als Mädchen kommst in eine Schule, hast einen Cut über dem Auge, was musstest du dir so anhören in der Schule? Ach, generell. Ich meine, ich sah ja manchmal schon echt sehr demoliert aus. Ich bin sehr anfällig für blaue Flecken und Cuts und sah teilweise schon aus. Also da wurde ich dann öfters auch auf der Straße angesprochen, weil ich nach dem Katie Taylor-Kampf, da hatte ich ja einen fetten Cut gehabt und wurde mir noch gesagt, ja, Nina, nicht schnauben und... gehe in die Kabine und denke so, puff, okay, guck in den Spiegel. Für die, die nicht wissen, was da passiert, erklär es mal kurz. Ja, das also war, das Schnaufen, was ja, ist das? Ja, genau, also man soll ja eigentlich nicht den Druck eben dann auch noch ausüben und ja, wie man es dann irgendwie nach dem Kampf denkt, man alles andere, habe dann geschnaubt und habe mir natürlich noch schön das ganze Blut und alles, ja, natürlich noch mehr irgendwie da reingeschossen und ich sah echt aus wie Quasimodo, wirklich. Ja. Also das Auto war komplett zugeschwollen, eigentlich die ganze Gesichtshälfte, das war grün, blau, schwarz, schon fast. Ja, und selber vergisst man das ja auch, wenn man auf der Straße so rumläuft. Also man denkt ja dann irgendwie nicht mehr so die ganze Zeit, aber dann denkst du, wieso gucken denn alle so komisch? Und dann habe ich auch schon manchmal so vom Bauarbeit und so, ja, verlass den Kerl doch oder keine Ahnung. Also man konnte sich da schon einiges anhören. Oder von älteren Damen in der S-Bahn damals so, ja, ist alles okay bei Ihnen und sieht ja so schlimm aus. Aber es sieht halt immer schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ja. Also man merkt es nicht so wirklich. Klar. Aber du hast dadurch natürlich auch dann viel Respekt so in der Männerwelt so bekommen, denke ich mal. Ne? So gerade hier im Umfeld in deiner Gym wurde dann bestimmt so, ist der Respekt auch sehr groß dann geworden nach einer Zeit. Ne? Ja, also man geht eben als Frau auch durch die harte Schule. Man muss... Man muss durch die gleichen Sachen oder durch den gleichen Weg gehen, wie die Männer eben auch. Mhm. Und man darf halt nicht wehleidig sein. Aber ich glaube, dann würden wir Boxerinnen auch nicht boxen, wenn wir wehleidig wären. Weil man kann nicht in den Ring gehen und erwarten, dass du heile wieder herauskommst. Das ist eben das Risiko. Und ja, das gehe ich ein. Und ja, ich habe damit nicht so ein Problem. Das heißt, während deiner Karriere haben die Männer keine Rücksicht genommen, dass du eine Frau bist, sondern haben ganz normal mit dir so trainiert. Wir haben normal miteinander trainiert, auch bei Sparrings, da hat man sich auch nichts gegönnt, sage ich mal so. Aber es hat einen eben auch abgehärtet, weil man kann nicht mit Samthandschuhen die ganze Zeit angefasst werden und da kommst du eben auch nicht weiter, weil im Gegenteil, manchmal die harten Sparrings sind eben auch das, was einen weiterbringt. Ich meine, mit Frauen zu trainieren ist nochmal einfach ein bisschen anders, obwohl es mir auch, wie gesagt, es ist ein männerdominierter Sport, von daher trainiert man auch mehr mit Männern, aber ich hatte eigentlich immer Spaß dabei und auch im Ring, wenn wir uns dann beim Sparring eben wirklich gekloppt haben, weil war es eben anstrengender, aber im Kampf, wie gesagt, je mehr man im Training blutet und schwitzt, umso einfacher wird der Kampf. Klar. Kommen wir nochmal zum Training. Du hast gerade so angedeutet, du konntest das Glas nicht mehr halten nach dem Training. Ich glaube, das ist auch so eine Art von dir zu trainieren, bis zum letzten Atemzug alles zu geben. Beschreib mal so deine Art von extra Work, die du in dein Training rein. Ja, also was mir am Boxen eben gefällt, ist diese Vielseitigkeit. Ne? Mein Trainer, der Kai Huste, der gestaltet das Training auch wirklich, er bildet sich weiter, er gestaltet das Training sehr vielseitig. Jetzt auch momentan, wir trainieren viel mit diesen Resistant-Bändern und die ich ja schon teilweise echt beim Training zerschnippeln will, weil ich sie nicht mehr sehen kann. Ich fange schon an, von diesen Dingern zu träumen, aber du kannst halt so viele Sachen damit machen, auch Krafttraining, du hast das Sparring, das Krafttraining, den Austausch, also natürlich Roadwork, die Läufe, die ich natürlich mal, das muss ich sagen, ist immer so mein Ding, was ich ungerne mache. Ich gehe gerne ins Sparring, ich liebe Krafttraining, alles. Das sind so eher so die Sachen, die ich sehr gern mache. Aber ich mag das, mich bis zum Ende zu pushen. Meistens muss mich mein Trainer schon, ich würde auch nie sagen, ich kann nicht mehr. Also muss mich manchmal auch selber ein bisschen zurücknehmen. Weil man kann eben nicht das ganze Jahr 12 Monate am Stück nur volle Pulle geben. Ne? Da muss man eben auch schauen. Und gerade jetzt war das ein bisschen schwierig gewesen mit der Corona-Zeit.
wann kämpft man? Es ist nicht safe gewesen. Das hat, die Kämpfe haben sich verschoben. Zum Beispiel letztes Jahr war im Januar die Vorbereitung schon angesetzt. Dann hätte ich im März boxen sollen. Das hat sich dann alles verschoben bis in den Juli. Und naja, du trainierst eben dann immer irgendwie auf diesem High Peak und denkst, ja, jetzt kommt der Kampf bald. Aber das ist eben auch schwierig. Du hast dann die Anspannung und ja, nach einem Jahr, wenn sich das alles so hinzieht, merkst du, dass man schon auch ziemlich platt ist. Deswegen haben wir es jetzt ein bisschen geändert. Wir haben zwar auch unsere Grundlagen gelegt, aber ab und zu bringen wir dann auch mal ein bisschen so diese Mobilitäts-, ja, und ein bisschen Function, also so dieses bisschen, ja, Stabilisationstraining, was wir halt mal so dazwischen schieben und auch mal mit regenerativer Einheit, weil es ist eben auch wichtig, damit man dann wieder auch mit einem vollen Akku in die nächste Vorbereitung starten kann. Ja, und aber wie gesagt, mir macht das Spaß. Ja, ich denke mal auch so am Ende, ich habe gehört, im November kämpfst du hoffentlich wieder. Ne? Ich glaube, am Ende dann, wenn so ein Kampf dann bevorsteht, dann trennt sich sozusagen so die Spreu vom Weizen, ja. Wer von den beiden Kontrahenten nochmal den extra Push in seinem Training drin hat. Auf jeden Fall. Ja. Und in der Vorbereitung ist dann, wie gesagt, ich sage zwar immer, ja, das Training macht mir Spaß, aber auch in der Vorbereitung habe ich dann meine Phasen, gerade zum Schluss, wenn die Sparringsphasen sind, wo du einfach am Ende bist, wo du auch mental natürlich, wie gesagt, du hast diese Nervosität, die immer mehr kommt, du hast die Anspannung. Wir Boxer müssen meistens immer abnehmen, das heißt, du hast auch noch das Gewicht, was du verlieren musst. Wie gehst du mit dem Druck um? Ja, man gewöhnt sich dran. Also ich muss sagen, was mir auch immer ganz wichtig ist, ich habe meine Leute hinter mir, also die mir auch meinen Rücken stärken. Also ich bin nicht allein. Ich habe meine Mama, meine Freunde oder Freundinnen zum Reden, was eben auch immer echt wichtig ist. Und also man steht nicht ganz alleine da. Von daher lernt man, aber muss auch für sich selber lernen, um mit dem Druck umzugehen. Ja, am Ende natürlich mein Trainer, der mir natürlich auch immer zur Seite steht. Ich meine, ich hasse ihn manchmal dann irgendwann während des Trainings und das sieht er mir auch im Blick an, weil er sagt immer so, na, was denkst du jetzt über mich? Ich sage, das willst du nicht wissen, weil ja, wie gesagt, wenn Sparrings dann nicht so laufen, wie ich das dann möchte und so kurz vorm Wettkampf, dann denkst du auch, wenn man dachte, wow, was stimmt nicht, ah, wirst sauer. Ja, da muss man natürlich auch ein bisschen die Nerven unter Kontrolle halten. Ja, und mein Vater natürlich auch nicht zu vergessen, er ist ja auch mein Manager. Wir sind da als Team ganz gut aufgebaut und das ist eben auch extrem wichtig. Jetzt bist du quasi Teil einer Kampagne von Puma, wirst von Puma gesponsert. Wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, als du als siebenjähriges Mädchen hättest du erst mal irgendwann mal erträumen können, dass du so einen großen, tollen Sponsor an deiner Seite hast? Nee, also das hätte ich mir damals nicht vorstellen können und ich muss sagen, es macht mich auch unglaublich stolz. Also ich ich fühle mich sehr verbunden mit der Marke erstmal, weil es für mich auch es ist ein Riesenkonzern, aber was ich sagen muss, es ist sehr familiär. Und ich glaube, das hat man auch nicht so häufig, weil, wie gesagt, ich war in Herzogenaurach und habe da auch das Team, das Puma-Team kennengelernt und war auch vom ersten Tag an total begeistert, weil es war alles so, es war persönlich, es war herzlich gewesen. Und ja, also wie gesagt, ich fühle mich sehr verbunden und ich trage es auch wirklich gern. Ich fühle mich jetzt, also ich kann auch gar nichts anderes mehr tragen. Das ist dann immer schon, also komm, ist es total ungewohnt, weißt du? Also da, ja, wenn man sich schon so, man stellt sich so darauf ein und deswegen und ich hoffe, top. Wir bleiben da auch noch top. Lange, lange Jahre irgendwie zusammen. Muss ein unglaubliches Gefühl sein, also wenn man dann so Top-Sportler wie Usain Bolt oder zum Beispiel Rihanna hat und die werden auch dann auch noch von Puma gesponsert und dann wird man selber von Puma gesponsert, also ja, das ist ein wirklich eine Ehre, echt. Hätte ich auch mir damals nie erträumen. Also was waren denn noch so, ich meine, das ist ein entscheidender Punkt bestimmt gewesen, so in deiner Laufbahn, so das Sponsoring von Puma. Was waren noch so entscheidende Punkte in deinem Leben, die dich da verändert haben, sportlich gesehen? Sportlich gesehen, in der Boxkarriere jetzt direkt? Ja. Oder? Ja, also klar, also der eine Punkt ist natürlich, ich hatte einen Hammerkampf gemacht, also für mich war das einer der unglaublichsten Momente in meinem Leben, wo ich im Wembley-Stadion geboxt habe. Ja. Hätte ich mir auch nie erträumt. Ja. Und zwar gegen Katie Taylor. Ich meine, sie war damals und ist auch immer noch eins meiner Riesenvorbilder. Ich kenne sie auch von den Amateuren und sie war ja fünffache Weltmeisterin, Doppel-Olympiasiegerin gewesen. Also sie ist wirklich eine Weltklasse-Boxerin. Und als sie dann zu den Profis gewechselt ist, ich glaube, da hatte ich meinen fünften Profikampf, haben sie mich angefragt, auch relativ kurzfristig vorher. Und ja, natürlich, viele meinten, ja, das kommt zu früh, der Kampf und du bist noch nicht bereit. Aber
für so eine Chance denke ich mir immer, wann ist man dafür bereit? Und wenn ich dann bereit bin, kommt dann die Chance. Ja. Also das ist halt immer die Frage. Und ich muss ja auch noch dazu sagen, man muss ja auch noch dazu sagen, bei Katie Taylor haben die meisten ja abgesagt. Ne? Also ja, genau, das war ja auch deren Problem unter anderem. Viele hatten Angst sogar, glaube ich, da in den Ring zu steigen. Ne? Ja, und ich habe das als Möglichkeit für mich selber zu sehen, wo stehe ich. War natürlich sehr unglücklich, weil in der fünften Runde sind wir so mit den Köpfen zusammengestoßen, eben davon, dann hatte ich den Cut. Dann ist halt während des Kampfes mein Auge schon so zugeschwollen, dass ich, dann war auch so eine kleine Diskussion in der Ecke, was machen wir jetzt, aber für mich war klar, also abgebrochen wird von meiner Seite aus auf jeden Fall nicht, weil ich wollte die 10 Runden durchkämpfen. Mhm. Klar, dass es nach Punkten schwierig wird zu gewinnen, war mir auch bewusst, aber für mich ist Aufgeben einfach keine Option. Und ja, und leider hat uns der Ringrichter dann in der 7. Runde die Entscheidung abgenommen, weil ich wirklich nicht mehr sehen konnte, das Blut lief und ja, war sehr schade, aber trotzdem für mich eine Riesenerfahrung und auch im Nachhinein kann ich sagen, ich habe mit Katie Taylor im Ring gestanden. Also natürlich gibt es immer noch andere, man sollte nie jemanden unterschätzen, aber es ist auch fürs Selbstbewusstsein einfach was wirklich gut. Und ja, das war der Hammer. Und ich finde es halt auch wichtig, weil klar ein verlorener Kampf, aber im Boxen und auch generell im Sport geht es nicht immer nur um Verlieren und Gewinnen, sondern es sind die Erfahrungen, die man mitnimmt und man lernt eben daraus. Und meistens lernt man aus den verlorenen Kämpfen mehr als aus den gewonnenen. Eben, genau, das denke ich mir auch. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage zu diesem Kampf. Ich habe ihn nämlich selber auch gesehen. die es nicht wissen, direkt danach, ihr wart halt der Vorkampf von Anthony Joshua. Genau, von dem Anthony und Klitschko. Joshua, Klitschko, den, glaube ich, Millionen von Menschen gesehen haben. Du hast gerade gesagt, 7. Runde war es, glaube ich, ne? Was ist das für ein Feeling? Du hast Blut in deinen Augen, dein Coach steht in der Ecke. Da war übrigens Sven noch in der Ecke. Sven war auch noch in der Ecke, stimmt. Der Ringrichter kommt dann zu einem und sagt dann, wir überlegen, den Kampf abzubrechen. War das in der 6. Runde oder 7. Runde? Nee, das kam dann in der 7. Also ich musste ja dann einmal geguckt werden und auch, ob die Blutung gestillt werden kann. Und ja, ich war sowieso immer die ganze Zeit in Rage. So, lass mich drauf. Weil Sven war schon der Meinung, man sollte vielleicht abbrechen. Ja. Und dann meinte er, auf gar keinen Fall. Und das Handtuch wird nicht geschmissen. Klar, er denkt an meine Gesundheit, ist ja... Und du also, voll Adrenalin. Aber ich dachte mir, auf gar keinen Fall, hallo, abbrechen hier? Nein, geht gar nicht. Mhm. Naja, und dann, als wir in der 7. Runde dann geboxt haben und irgendwann, wie gesagt, es ging wieder auf, konnte wieder nichts sehen, da hat dann irgendwann der Ref mich zur Seite genommen und hat mich nochmal angeguckt und meinte dann irgendwie nur, vorbei. Ich glaube, da habe ich auch noch mit ihm dann diskutiert und meinte, nee, lass mich doch die 10 Runden wenigstens, aber keine Chance. Ja. Nun habe ich es gerade angesprochen, ihr wart der Vorkampf von einem Main Event. Jetzt ist auch in der Gesellschaft oft so dieses Thema, gibt es im Sport allgemein, vielleicht auch im Boxsport, in irgendeiner Weise Benachteiligungen zwischen Männern und Frauen? Würdest du vielleicht irgendwelche Dinge vorschlagen, gerade in dieser männerdominierten Boxszene, die eventuell der Allgemeinheit dann auch helfen könnten? Ja, also das Problem, was wir Frauen eben immer noch haben, ist, dass wir einfach total unterbezahlt sind. Ne? Also wir haben nicht die gleichen Kampfgagen, die Männer bekommen. Und ich meine, man ist ja jetzt, ist es das Thema mit Gleichberechtigung, wird ja jetzt auch viel diskutiert. Meiner Meinung nach ist irgendwann ein Thema erst dann anerkannt oder wird, wenn nicht mehr drüber gesprochen werden muss, dann denke ich, dann ist das Ziel erreicht, weil dann ist Gleichberechtigung da. Richtig. Das ist natürlich jetzt noch nicht der Fall. Aber auch wenn jetzt momentan so viel darüber gesprochen wird, merken wir zum Beispiel als Boxerin, was die Kampfgagen angeht, nichts davon. Mhm. Also da ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg nach oben. Und ich glaube auch, also hier in Deutschland, in England, Amerika wird es ja schon immer mehr promoted, aber in Deutschland kann da noch viel, viel mehr passieren. Also dass man, dass Frauen gepusht werden, dass wir auch Hauptkämpfe bekommen, dass einfach noch ein größerer Hype ums Frauenboxen gemacht wird. Das denke ich mal, kann auf jeden Fall noch stattfinden. Also Puma hat sich ja auch dieser Sache angenommen und du bist Teil einer Kampagne, She Moves Us. Genau. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, was da... Ja, also das finde ich, diese She Moves Us-Kampagne finde ich sehr gut, weil gerade auch wir Frauen sollten auch andere Frauen dazu inspirieren, ihren Traum zu leben. Und auch, ich meine, wie gesagt, männerdominierte Branche oder auch nicht. Manche trauen sich vielleicht nicht. Und ich glaube, dafür braucht man eben die Frauen, die irgendwann sagen so, hey,
macht es. Also wenn ihr den Wunsch habt, irgendwas zu erfüllen, dann geht diesen Weg auch. Und wenn euch 10 Leute sagen, macht es nicht, dann hey, ist egal. Weil es wird nicht leicht sein. Und klar geht man bestimmt immer den schwierigeren Weg, aber Hauptsache man geht ihn. Und deswegen finde ich die Kampagne sehr gut, dass sie auch gerade nochmal darauf aufmerksam gemacht hat. Dass man dass Frauen von Frauen auch inspiriert werden. Ja. Und manchmal kennt man das auch, dieser Konkurrenzkampf zwischen Frauen. Ich finde sowas, wir können uns selber mehr weiterbringen und nach oben bringen, wenn wir uns unterstützen und wenn wir gemeinsam den Weg gehen. Finde ich sehr gut. Ist dir das bewusst, dass du halt auch viele junge Mädchen, junge Frauen da draußen gibt, die sich deine Kämpfe angucken und die du inspirierst? Ich meine, was ich von dir aus weiß, ist, du trainierst selber hier Leute in deiner Gym. Wie viele Frauen hast du dabei, die dann auch da sind und dann auf dich heraufgucken und sagen so, ey, irgendwann, hoffentlich, so Gott will, stehe ich auch da oben? Ja, also zum Beispiel im TSC gibt es ja auch Mädels, die trainieren und wirklich auch Talent haben. Und wo ich auch immer sagen muss, also für mich, man selber fühlt sich ja dann immer so ein bisschen, ich fühle mich echt geehrt, muss ich sagen. Und ich bin froh, wenn ich Mädels inspirieren kann, weil für mich war das damals, also ich brauchte auch irgendwie mal jemanden, zu dem ich auch ausschauen konnte. Oder ich habe zwar leider damals nicht mit Frauen trainiert, weil es gab eben, als ich angefangen habe mit dem Boxen, noch nicht so viele Mädels beim Boxen. Aber es ist halt immer wieder schön und wenn du den Leuten ein bisschen was zeigen kannst und ihnen Mut machen kannst, ne? Und, das bringt schon viel und das macht mich auch immer ein bisschen stolz. Da hat man ich denke auch, je mehr weibliche Vorbilder es gibt in der Szene, desto mehr wächst natürlich auch die Szene. Auf jeden Fall. Ne? Also, irgendeiner muss es vormachen. Natürlich, eben. Also wenn ich mir, in der Kampfszene, wenn ich mir von das Programm angeguckt habe von UFC von vor 2-3 Jahren, waren da noch gar nicht so wirklich die Ronda Rousey hat damals zum Beispiel das UFC. Genau. Und ich meine, bei uns in Deutschland muss man sagen, Regina Halmich hat damals sie hat damals den Vorreiter gemacht und sie hat es am Anfang ihrer Karriere auch nicht immer leicht gehabt, hat trotzdem ihren Stiefel durchgezogen und wir treten jetzt in ihre Fußstapfen, so gesehen, weil hätte sie das mit Stefan Raab damals, und generell auch, hätte sie das nicht vorgemacht, dann ich weiß nicht, ob wir das, einfach haben wir es ja immer noch nicht, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich auch in Deutschland mit dem Frauenboxen so groß geworden wäre. Was gibst du denn als Tipp an junge Boxerinnen da draußen, eventuell, die dann Struggle haben mit ihren Eltern, zu debattieren, ob es der richtige Sport ist oder nicht. Was gibst du so als Tipp an die jungen Frauen? Also, ich würde erstmal den Tipp an die Eltern geben. Und zwar würde ich sagen, lasst eure Töchter machen. Ja. Also, weil letzten Endes, entweder macht man es heimlich oder man macht irgendwas, was einem nicht Spaß macht. Und sollen die Hände gebunden werden, finde ich. Deswegen hoffe ich, dass alle Eltern... Ich weiß, es ist schwierig und ich sehe es ja auch an meiner Familie, an meiner Oma, an meiner Mama. Die haben ja auch immer noch, aber sie haben mich immer unterstützt und ich bin glücklich damit. Und an die Mädels draußen, dass sie halt ihren Weg gehen sollen. Also nicht aufgeben, wenn dir 3 Leute sagen, nein, mach es nicht oder du kannst. Und vor allem, wenn dir jemand sagt, du kannst es nicht, darauf erst recht nicht hören, weil man kann alles. Man kann alles irgendwie, man muss es nur wollen. Und ich denke, man muss mit einer positiven Einstellung daran gehen, das ist ganz wichtig, und darf sich nicht zu viel von rechts und links reinreden lassen, weil es ist so wichtig, dass du deinen eigenen Fokus eben behältst. Jetzt habe ich gerade rausgehört, der Wille. Was sind so die positiven Aspekte vom Boxen, die du da so raus mitgenommen hast? Ja, also Nehmerfähigkeiten auf jeden Fall. Und das kann ich auf viele andere Sachen auch projizieren. Also das Boxen ist eine Sache, das ist nicht nur für mich ein Sport. Das ist für mich einfach ist ein Lifestyle, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft. Ich nehme viel aus dem Sport mit ins Berufsleben. Also ich denke mal generell, die Disziplin, die man lernt, auch wenn es nicht immer leicht ist, du musst trotzdem weitermachen. Auch wenn du mal keinen Bock hast, muss ich trotzdem ins Gym gehen. Und das kann man eben auch auf den Beruf und auf andere Sachen projizieren. Und ich glaube, das sollte man eben auch tun. Von daher für mich ist Sport ist eben nicht nur Sport, es beinhaltet irgendwie noch mehr. Wir hatten gerade ein Gespräch, da fand ich ganz toll, du hast auch noch mal so beschrieben, bringt Menschen zusammen aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Alter. Was passiert hier gerade so in so einer Gym, wenn hier die Menschen zusammentreffen? Vielleicht kannst du das auch mal beschreiben. Auf jeden Fall, also ich finde,
Sport, genau, bringt zusammen. Und im Sport gibt es keine Religion, im Sport gibt es keine Politik. Sport ist Sport, also es ist ein neutraler Boden für mich und jeder ist irgendwie gleich und wir machen alle das, was uns Spaß macht. Von daher sind wir irgendwie auch alle gleichgesandt. Und wie gesagt, da gibt es keine Vorurteile oder sollte es zumindest in meinen Augen nicht geben. Mhm. Und ich finde auch heutzutage, was die Integration angeht, man sollte das viel, viel mehr mit dem Sport verbinden und auch pushen, weil ich glaube, da bringt man, man führt damit wirklich die Menschen zusammen. Und deswegen ist es für kleine Kinder, egal wo jemand herkommt, für Kinder, Erwachsene, egal was, ist es einfach so wichtig. Und das wird auch in Deutschland, ich weiß nicht, nicht genug gefördert, der Sport. Ja, ja. Ja, man merkt es ja jetzt gerade auch wieder bei Olympia. Jetzt gerade werden die Stimmen wieder laut, nachdem... Ja, aber es muss immer erst ein Event kommen, eben, damit irgendjemand aufwacht. Genau, das finde ich schade. Richtig. Aber was ich halt schön finde dabei ist, wie du es gerade schon angedeutet hast und wie man da auch bei deiner Lebensgeschichte erkennen kann, dass aus Freunden, aus Sportkameraden halt auch Familie wird. Auf jeden Fall. Das ist ein sehr gutes Beispiel bei dir. Kommen wir mal zurück. Wir sind ja bei hiphop.de zur Musik. Ich bin gerade hier in die Gym reingekommen. Dann hört man schon ein bisschen so Musik hier raushallen. Was hat Musik oder was spielt Musik oder beziehungsweise Hip-Hop für eine Rolle für dich? Also ich habe gerade so auch gehört, deine Intro-Musik hat auch eine ganz coole Geschichte. Erzähl mal. Ja, also Musik spielt bei uns auf jeden Fall eine große Rolle. Wenn man mal das Training auch so beobachtet oder uns im Training, dann siehst du meinen Trainer meistens tanzen oder wir haben immer laut Musik laufen. Erstens macht es mehr Spaß mit Musik zu trainieren und es motiviert auch. Also ich höre zum Beispiel sehr gerne, ja, kennt ihr bestimmt, ja, aber Tupac, Eminem ist natürlich so, da gibt es ja auch so, ja, die Classics, da gibt es natürlich mega coole Remixe auch und die sind für mich immer sehr motivierend während des Sports. Meine Einmarschmusik hat Capo Calleone aus L.A. geschrieben. Er hat einen Nina the Brave Song geschrieben für mich. Und ja, was mich auch mega stolz macht, weil da habe ich auch eine extreme Verbundenheit zu dem Song und kriege jedes Mal, wenn ich eigentlich einmarschiere in den Ring, noch Gänsehaut. Also ich finde es, ja, Musik ist für mich echt extrem wichtig. Wie gesagt, und es macht mega Spaß, weil wenn ich meinen Trainer hier tanzen sehe, dann ist es immer sehr lustig. Das glaube ich, das glaube ich. Gibt es denn in irgendeiner Weise für dich Parallelen vom Hip-Hop, was ja eher so Urban Street ist, zu Boxen? Ich denk mir mal so, bei deiner Laufbahn, die du gemacht hast, von jung an gesehen bis heute, hast du ja unheimlich viel dazugelernt. Ne? Gibt es denn auch in irgendeiner Weise so Parallelen zur Musikwelt, wo du dir denkst, so, okay, gut, das hat mich gut gestärkt, diese Musik hat mich gut gestärkt oder allgemein gehört das schon zu dir dazu, die Musik? Ich kann jetzt gar nicht mal so direkt klassifizieren, welche Musik und wer genau, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, kennt bestimmt jeder. Man hat ja auch immer so verschiedene Gefühlsphasen im Leben. Ich habe das oft, dass mich gewisse Songs extrem an eine gewisse Situation erinnern. Ja, und deswegen ist für mich Musik super wichtig. Also ich höre auch echt ziemlich alles. Ich muss sagen, also ich höre nicht nur Hip-Hop, ich höre eigentlich ziemlich alles. Ja. Und von daher finde ich, dass generell Musik im Leben sehr, sehr wichtig ist. Sehr schön, das finde ich toll. Ich will noch mal zurückkommen zu deiner Position als Frau im Boxsport. Gibt es da andere Boxerinnen deutschlandweit, weltweit, mit denen du in Kontakt bist, mit denen man sich auch manchmal trifft, Sparring macht oder wie ist da die Vernetzung untereinander? Ja, also ich freue mich sehr, wir haben mit Hamburg einen sehr guten Kontakt und zwar der Christian Morales trainiert ja auch die Nathalie Zimmermann. Und die ist auch wirklich, also da haben wir echt coole Mädels in Hamburg, mit denen wir auch die Sparringsvorbereitung machen. Und das ist nochmal ein anderes Gefühl. Man teilt auch nochmal so ein bisschen, also wenn wir manchmal uns gleichzeitig für den Kampf vorbereiten oder der eine weiß, wie es dem anderen dann geht, dann kann man auch wieder ein bisschen quatschen, ne? Mädels halt. Und, aber heißt nicht, dass wir uns im Ring irgendwie, dann nimmt sich auch keiner die Butter vom Brot. Also da geben wir uns wirklich. Und es ist immer so lustig, wenn die Trainer sagen, auch immer, mein Mädels, ihr habt doch einen Knall, weil wir uns im Ring, haben wir uns wirklich ein so was Brot und kommen dann raus und sagen, oh hey, danke, es war so schön und man freut sich. Und die sagen, das sind Frauen. Nee, aber das ist nochmal eine extreme Verbundenheit auch zu denen. Ist cool. Schön. Wie ist denn so ein Alltag, wenn ich mal so, du trainierst 11-mal die Woche, richtig? Hm?
Wenn wir in die ultimative Wettkampfvorbereitung gehen, dann ja. Dann haben wir sonntags frei, samstags eine Einheit und haben zwei Trainingseinheiten unter der Woche. Allerdings jetzt nicht das ganze Jahr durch. Ja. Und wie sieht so ein normaler Alltag aus? Stehst du halt ehrlich so Rocky-mäßig um 6 Uhr auf, knallst dir den Eiweißshake rein und läufst ja in Berlin, durch Berlin? Oder? Nee, also 6 Uhr. Ja, also wir haben unsere, wir sind meistens um 10 Uhr im Gym und dann wird davor entspannt gefrühstückt. Ja, und dann bin ich eigentlich den halben Tag im Gym, wie gesagt, habe die erste Einheit, dann gebe ich Training, dann fährt man nach Hause, macht sich sein Essen, ist eben auch wichtig, ne? Gehört ja alles mit dazu, Regeneration, Essen gehört eben auch alles mit dazu. Ja. Meistens fahre ich dann danach eben wieder ins Gym, je nachdem. Also trainiere selber oder ich gehe im Wald laufen. Ich habe ja das Glück, ich wohne hier direkt am Wald in Spandau und das ist immer ganz schön. So für mich immer so eine, ja, ich mag zwar Laufen an sich so nicht, also nicht, wenn mein Trainer mir sagt, okay, jetzt mal 5x 2000 Meter, aber wenn ich entspannt durch den Wald jogge, ist das für mich immer ein bisschen wie Urlaub. Jetzt ist ja gerade, gestern hat Jake Paul gegen Woodley geboxt. Wie stehst du denn so zu diesem ganzen Celebrity-Boxen? Meinst du, das hat eher so einen positiven Aspekt aufs Boxen oder eher negativen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte davon nicht viel. Weil erstens, was die sich... Die verdienen sehr viel dafür, dass sie eigentlich YouTuber sind und dann meinen zu boxen und... Okay, jeder soll machen, was er möchte, aber die Relation ist einfach nicht fair. Also es reißen sich wirklich Leute den Arsch auf und ihr ganzes Leben lang und trainieren hart dafür und bekommen nicht die Bühne geboten, nur weil er jetzt ein YouTuber ist. Mhm. Und für die ist Boxen aber das Ein und Alles. Und deswegen finde ich einfach, die Verhältnismäßigkeit stimmt da einfach nicht. Ja, und diese ganzen Showkämpfe, die jetzt gemacht werden, ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, wen es voranbringen soll. Also die Boxer bringt es nicht voran, wir haben nicht mehr davon. Eben. Die Zuschauer, ich weiß nicht, ob man jetzt das unbedingt schauen möchte, aber ja, es ist nicht so mein Ding. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wenn ich das immer so sehe, so dieses Show-Business. Ne? Ja. Also dieses Face-Off und dann nochmal ein Face-Off und dann nochmal ein Face-Off. Und ich denke mir jedes Mal so, okay, gut, die Klickzahlen, die steigen immer ins Unermessliche, aber im Endeffekt ist ja... zählt ja das, was hier im Ring passiert. Ja, ne? Und ich finde es schade, weil es geht halt, dass das Eigentliche vom Sport geht eben verloren. Ja. Also was ist jetzt wichtiger? Ist das, wie gesagt, ja klar, natürlich, das Face-Off gehört genauso bei den Kämpfern dazu, beim UFC, so wie auch beim Boxen und bei anderen Kampfsportarten, aber es ist jetzt nicht nur noch dieses nur noch Vermarkten, weil es geht letzten Endes halt auch um den Sport und das wird in der Hinsicht echt vergessen. Natürlich. Genauso wie die Showkämpfe zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather. Ja, da sind so viel Gelder geflossen, aber war es jetzt ein toller Kampf? Ja. Eben, genau, richtig. Das ist dann soll er in seinem UFC bleiben und irgendwann steigt den einen sowieso das Geld zum Kopf. Aber ich habe mich doch noch gefreut, als Mike Tyson dann nochmal in den Ring gestiegen ist. Ich habe es echt mir angeguckt und fand es cool und war vor allen Dingen total überrascht, dass er noch so fit ist. Ja. Der zählt auf jeden Fall zu meinen Top-Favorite-Athletes. Ist irgendeiner dabei, der auch so unter deinen Top 5 ist, den du aus den USA oder hier aus Deutschland feierst. Wer sind deine Top 5? Also ich meine, Mike Tyson gehört, glaube ich, zu jedem Boxer irgendwie als, als Legende dazu. Ja. Dem stimme ich auch. Da oben hängt er auch. Ne? Genau, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ich mag sehr gerne Lomachenko, ist für mich einer der besten Boxer und ein einzigartiger Boxer auf jeden Fall. Vasily Lomachenko, weil er hat einen Boxstil, so, das kann ihm einfach keiner nachmachen. Ja, auf jeden Fall. Manny Pacquiao habe ich auch immer sehr gefeiert. Und Usyk zum Beispiel, er hat einen sehr, ich mag den Stil. Es ist ja auch ein Rechtsausleger, ich mag, wie er seine Kämpfe aufbaut und gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, gibt viele, viele Boxer. Ich glaube, jeder ist auf seine eigene Art und Weise besonders. Aber vor allem sind für mich auch, ja, Vorbilder sind einfach generell, auch gar nicht mehr immer nur so die großen Namen, sondern auch die Menschen, die in ihrem Leben was schaffen, wo man... Abseits vom Sport. Abseits vom Sport, genau. Ja. Also jeder, der irgendwie diesen Willen hat und einen davon überzeugt, irgendwie was Positives zu leisten und auch, auch einen selber irgendwie immer wieder dieses gute Gefühl gibt und irgendwie, dass man auch selbst das Gefühl hat, okay, man kann es schaffen. Und das gibt es nicht nur beim Boxen, nicht nur beim Sport, sondern auch so. Ist das auch so eins von deinen Zielen, dass du nachher, wenn du
irgendwann dann Weltmeisterin bist, so hoffe ich da mal, dass es dann auch so abseits vom Sport du dann auch Projekte fördern möchtest oder dann auch so wie Manny Pacquiao, du hast ihn gerade angesprochen, dass du dann auch so dich im sozialen Bereich dann auch mal so engagieren möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man später damit eben auch noch mehr Reichweite, da ist es natürlich immer gut mit der Reichweite, wenn man dazu noch was Positives beitragen kann. Ich bin jetzt momentan auch Botschafterin für die Budo Sportler mit Herz. Das ist eine Initiative, die auch gegründet wurde und sich mit dem Deutschen Kinderverein zusammenarbeitet. Die setzen sich eben für misshandelte und missbrauchte Kinder ein und sammeln eben auch Spenden dafür. Und da bin ich auch immer stolz und ja, die Leute eben aufmerksam zu machen, gerade eben auch mit über solche Themen, weil die sind ja nicht immer so präsent in den Medien, aber sie sind trotzdem immer vorhanden. Mhm. Und ja, deswegen. Vielleicht nochmal so zum Schluss ein Lebensmotto von dir, was so, dich so geprägt hat und was dir geholfen hat währenddessen jetzt während deiner Sportkarriere. Was ist da? Willst du das uns verraten? Nee, also so ein direktes Motto, so wie bei Forrest Gump, shit happens. ja, also man darf sich echt nicht unterkriegen lassen. Also ich habe meine Boxkarriere oder generell lief auch nicht immer alles nur, keine Karriere läuft immer steil bergauf. Ja. Man darf sich von Niederlagen nicht unterbringen lassen. Man muss daraus lernen und sie irgendwie auch zum eigenen Vorteil wieder nutzen, also zum Positiven nutzen und ja, was daraus machen. Und ich glaube, wie gesagt, man muss an sich glauben, das ist auch das Wichtigste und man darf einfach nicht aufgeben. Schön, ja, schön. Langes Motto. Dann danke ich dir erstmal und ich danke nochmal Puma, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, hier mit dir nochmal ein Interview zu führen. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar andere Athletes von Puma bekommen. Das war erstmal ein super Auftakt hier mit dir und ich wünsche dir super viel Erfolg für den Kampf im November. Hoffentlich findet das statt und hoffentlich bin ich dann auch da. Wer weiß, vielleicht lädst du mich ein. Danke dir auf jeden Fall. Ich danke euch. Schön, dass ihr hier wart.